Geht ja schon los. Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Ja, was soll das gerade? Ich bin einfach nur wütend. Ja? Vielleicht habt ihr die letzte Folge gesehen. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Mein Döner war doch nicht da. So, also, heute die vorletzte Folge. Hoffe ich doch einfach mal. Ja? Wenn nicht, dann nicht. Und was ist jetzt eigentlich hier mit dem Greenscreen? Ja, mit dem Greenscreen, genau. Warte mal. Anscheinend muss ich das so machen. Es tut mir leid. Ich versuche es in der nächsten Folge nochmal zu beheben. Ja? Also. Ich höre gar nichts mehr. Habe ich jetzt meinen Kopfhörer kaputt gemacht? Ey, verdammt, ich höre da nichts mehr. Das sind die neuen Kopfhörer gewesen. Okay, verdammt. Dann muss ich das jetzt auch hier ins Ohr reinmachen. Ah, verdammt. Okay, nein, hier sind wir falsch. So, wir suchen heute die letzten 7 Sterne. Und nein, ich kann nicht nur nicht bis 8 zählen, nein. Was? Es fehlt halt noch ein Stern, ja? Der ist den. Ja, den kriegen wir noch nicht. Der ist noch bei Bowser. So, und nun gehen wir hier rein in Kurs 15. Das war nicht Kurs 15. Hä? Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr. Ja, Freunde. Ich glaube, ich starte die Folge wieder rein. Langsam will ich auf das Spiel gar nicht mehr spielen. Ich sag gar nichts mehr. So. Rein da. Na, geh doch jetzt einfach rein. Es sind bestimmt schon 3 Minuten jetzt vorbei. Na endlich, dankeschön. Moment mal. Das ist doch jetzt nicht wahr. Na, ah. Ich muss da hinten hin. Wer hat sich eigentlich diesen Eingang ausgedacht? Dankeschön. Moment mal, nicht drucken. So, Reise auf den Regenbögen. Regenbogenraserei. Schlimmer kann es nicht mehr werden. So. Ich hole einfach nur irgendeinen Stern mal wieder. Weil ich schon wieder nicht weiß, was man da machen muss. So, ihr hört schon, es ist die gleiche Musik wie beim letzten Mal. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Dankeschön, spring! So, soll ich jetzt da hoch oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal da entlang. So, und da ist ja schon ein Stern. Oh
Da haben wir ihn. Ja. Here we go. Gut. Lass dich von Brise tragen. Genau. So, wie viele Sterne war das? Der vierte? Da wirklich der vierte. Holen wir gerade noch den anderen da oben. Der hatte. Das ist ganz normal hier. Moment mal. Was machst du denn? Dankeschön! Oh, Dankeschön! Ich glaube, das hier wäre ein guter 2D-Level, ja? Zumindest diese Passage! Und ja, das ist wunderbar. Bleib hier stehen! Mario, du machst uns nicht froh. Nein, halt! Was ist das denn? Na! Nein! Bei mir ist auch gerade irgendwas gekommen hier, One Drive. Hä? Also was ist denn mit diesen Schaltern hier nicht korrekt? Komm, da ist es! Nimm! Nein! Nein! Auch das gibt es doch wohl nicht! Hallo, Freunde! Das ist Frust pur. Regenbogenrasefrust. Ah. Dankeschön. So. Wir haben schon mal 2 Sterne. Überwinde die Macht der Dreiecke. Ja, hab ich geschafft. So. Nächstes. Das ist übrigens eine Abkürzung. Das ist nicht der normale Weg. So. Wir müssen da lang. Mami. Ja, wunderbar. Noch 4 Sterne. Oh nein! Ich glaube, gerade jetzt kommt mein Döner. Nein, doch nicht. Oh, ja, ja. Der Shy Guy kommt. Mario. Dadido. Ich mach jetzt Safe State. So, da hinten ist der Regenbogen, wo wir drauf sollen, der Teppich, wo wir drauf sollen.
Easy. Ich glaube, man muss tatsächlich auf dem Teppich drauf bleiben, weil nach einer Zeit verschwindet der, glaube ich, oder? Ja! Welchen Weg soll ich denn gehen? Ich glaube, der hier. Der linke. Der rechte sieht irgendwie so kompliziert aus. Ich mache ein Safe-Set, okay? Blaues Feuer! Was ist das? Nein, 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 das mach ich lieber nicht. Bald habe ich's geschafft. Aber ist das denn hier ein Luftschiff? Ist das das erste Mal, wo ein Luftschiff in... Nein, nein, in Super Mario Bros. 3 gab es schon mal Luftschiffe, oder? Von Bowser. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, doch, doch, doch. Da ist das der Stern. Und war das der Stern? Ich glaube nicht. Das ist irgendwie Reit zum Luftschiff oder so. Keine Ahnung, heißt das. Oder? Ah, ne, tatsächlich. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, obwohl. Noch 5 Sterne fehlen, Freunde. Also hier noch 4. Suche das Haus am Himmel. Welches Haus am Himmel? Wo ist denn da ein Haus am Himmel? Das da hinten, das ist ein Labyrinth. Ah, ne, da hinten. Okay. Ich glaube, das ist jetzt die andere Richtung. Da, wir müssen reisen. Mit dem Regenbüchlein. Diese Welt ist eigentlich ziemlich langweilig. Weil eigentlich ist das immer derselbe Ablauf. Man muss immer auf diese Teppiche gehen, um halt irgendwas zu erreichen. Ist das da hinten so eine Wolke? Ja. Das ist so eine komische Wolke da. Ich will gar nicht wissen, was da hier geht. Stopp! Stoppen Sie! Diesen Weg hier vor mir. Was ist das denn hier jetzt? Nein! 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 Wie habe ich das geschafft? Ey, was ist das denn denn? Was ist das? Ey, Hübi! Oh! Oh! Oh, das ist...
Was mach ich denn da? So, hoch. Bleib genau drin stehen. Vorsicht, das ist ein bisschen höher. Aber easy. Wer fehlt denn hier? Komm, hau die Münzen! Hau die Münzen ein! Nein, schon wieder jetzt. Schnell, 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 schnell! Easy. Hoffentlich haben wir es bald geschafft. Eigentlich muss man hier nichts. Ja! Dankeschön, was ist denn in der Box da hinten drin? Ich glaube. Das sah gerade ein bisschen aus wie Schloss Hyrule, oder? Ja, ich glaube, da ist ein Leben drin. Suche das Hammel am Haus. Das Hammel am Haus? Das Himmel am. Das ist Haus am Himmel! Das Himmel am Haus, das Hammel. Nee. Ich hole als allererstes mal den einen Stern, der uns noch fehlt, der 6. Stern. Ja, ich weiß, ihr könnt mich jetzt verklagen, aber ich muss euch jetzt schon mal vorwarnen, die ganz bestimmt nicht in die Sammlung, verklagt mich doch. Und nein, ich habe schon diese Welt hier gesehen. Ja? Von Let's Play. Und das ist noch gar nicht so lange her. Moment, wo muss ich denn überhaupt lang? Ah ja, genau. Moment mal. Wir verlieren unsere Leben am seidenen Faden. Nein, was? Wir verlieren unsere Leben am Stück. Aber ich kann euch versprechen, irgendwann, wahrscheinlich in der nächsten Folge, werden wir die 100 Leben noch erreichen, ja? Wie? Das wisst ihr wahrscheinlich alle. Wir müssen erstmal zu dem Ort, wo die roten Münzen überhaupt sind. Und ich meine jetzt nicht, um die roten Münzen einzusammeln, nein, sondern da ist so ein Bob-Omb-Buddy. Ja, diese rosa Bob-Ombs. Buddy, Buddy, Bobby, Boop. Was war das denn gerade? Wo ist das hier? Na was? Hier ist er. Hallo? 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 Guck mal, grüßt doch noch zurück. Das ist, nein! Das ist auf dem Schiff drauf. Ich gehe da nicht mehr hin. Genau, fall genau da ein! Ich hab gerade ein Safe Stack gemacht, nicht wahr? Ich kann's halt. Mama mia! Momo, Momo. Das Ding ist jetzt auf, oder? Müsste eigentlich auf sein. Wenn das jetzt nicht auf ist. So. Mach nix. Ich mach nix. Nicht du. Du guckst, du likest, du kommentierst, du abonnierst. Na, na, Hölle! Na!
Es ist nichts mehr drin. Genau. Weil, ja, es ist schon warm. Das steht schon seit 16 Uhr hier. Wir haben, nein, nicht noch seit 16 Uhr. Wir haben 20.48 Uhr. Ich mag warme Getränke sowieso nicht. Also doch so Sachen, die man normalerweise warm trinkt. Die trinke ich schon, ja, aber so Sachen, wo man den Kühlschrank immer stellt, ja. Nee. Wenn die mal warm sind, ne? Wenn man die beim Schlafen gehen mal mitnimmt. Um da irgendwie, keine Ahnung, nachts auch was zu trinken oder so, keine Ahnung. Oder halt vorm Schlafen gehen irgendwie. Ja, dann ist das. Wenn man dann meistens, dann stellt man das sich abends oder wann auch immer man ins Bett geht, immer neben das Bett oder keine Ahnung, auf die Kommode oder was weiß ich. Und dann, wenn man nachts irgendwann durch ein komisches Geräusch wach wird oder einfach so wach wird, weil der Fernseher mal zu laut ist oder weil die Nachbarin mal wieder durch irgendeinen Grund mal wieder schreit und plötzlich mitten in der Nacht den Staubsauger anmacht und man dann was trinken will, ja, dann ist das immer wahr. Genau. Ja, warum mir das gerade eingefallen ist, nachts, ja, das ist schon lange her. Bei uns sind alle Nachbarn, wir wohnen ja in einem dreistöckigen Haus hier, ja, und wir wohnen ganz oben. Deshalb hören wir auch natürlich alles das, was unter uns passiert, ja. Oh, und ich glaube, die Einzigen, die jetzt noch wohnen, seit wir hier eingezogen sind, sind tatsächlich die unten aus dem ersten Stock. Ich glaube, die heißen Hahn oder so, mit Nachnamen. Das sind nur Hähne, Hühner. Nee, ich glaube, der Mann heißt, glaube ich, mit Nachnamen Hahn und sie heißt, glaube ich, sogar Huhn. Nein. Das ist jetzt nicht passiert. Wo bin ich denn hier überhaupt? Hä? Ich weiß nicht mal, wo ich da gerade war, aber ich am Anfang. Wie lange geht die Aufnahme schon? Schön. Einfach nur da hoch. Was ist das für eine Welt? Das ist einfach nur Fuß. Ja, auf jeden Fall. Die Nachbarin jetzt hier. Nein, die war vorher hier genau nebendran. Jetzt ist sie unten drunter. Also nebendran, unten drunter. Ich weiß, die zieht von Wohnung zu Wohnung. Wenn irgendeine Wohnung leer ist, zieht die direkt dorthin. Ich glaube, die ist ja schon viermal umgezogen. Also hier in dem Haus, ja? Und die hat, oder war das die überhaupt? Ich glaube, das war die tatsächlich. Die hat nachts, nein, zuerst hat sie um 11 Uhr, um 23 Uhr hat sie immer ihre Waschmaschine angemacht. Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt. Ich glaube, das war 2016 in der Wii U Edition. Bleib stehen. Ja, da hat sie um jeden Tag um 23 Uhr ihre Waschmaschine angemacht. Ich weiß nicht, warum die so spät noch Wäsche wäscht. Wäsche wäscht. Ich weiß es nicht. Naja, und dann ist die. Ich weiß, ja, das war die, glaube ich, auch. Da ist die eine Zeit lang, ich glaube, das war so ein paar Monate lang, ich weiß noch nicht mehr vor wie vielen Jahren das war, ich glaube so vor 3-4 Jahren oder vor 2-3 Jahren irgendwann, ist sie immer nachts nach Hause gekommen, ja, nachts, ich weiß nicht, wie viel Uhr das war, aber immer nachts, ja, das ist immer um verschiedene Uhrzeiten, aber immer nachts. Und dann wollte sie extra leise natürlich machen, ja. Und dann ist sie natürlich, wir wohnen ja im dritten Stock, die wohnt ja daneben dran. Also jetzt wohnt sie eins und drunter da. Ja, und dann ist sie, da hat sie natürlich immer so Stöckelschuhe angehabt, ja, solche hochhackigen Stiefel irgendwas. Dann ist sie erstmal die Treppe hochgelatscht. Hat sie sich noch am Geländer festgehalten mit ihren komischen Fingernägeln. Und dann wollte sie in die Tür rein. Ich weiß nicht, ob die besoffen war oder so.
Da wollte sie auf jeden Fall immer in ihre Tür rein. Und ich weiß nicht, ob ihr Mann da zu Hause war oder so. Nein, anscheinend ja wohl nicht. Ich glaube, da hatte sie auch das Kind noch nicht. Heute hat sie zwei Kinder. Ja, da ist sie auf jeden Fall immer nach Hause gekommen. Ja. Und da wollte sie ihre Tür aufsperren. Hat dann den Schlüssel. Das habe ich genau gehört. Wenn man nämlich hier jetzt aus meinem Zimmer rausgeht und dann links geht, dann ist da nämlich die Haustür von unserer Wohnung. Und genau da vorne dran ist dann auch schon die andere Tür halt vom Dings. Von ihr. So, auf jeden Fall haben wir das jetzt hier geschafft. Warte noch nicht, ich bin noch nicht in der Kanone drin. So. Da hat sie ihren Schlüssel gesucht, dann ist der aus der Handtasche wahrscheinlich noch rausgefallen oder so. Auf jeden Fall habe ich immer nur gehört, dass sie ihren Schlüssel... Nein. Wo habe ich letztens Safe State? Ach. Ja, ihren Schlüssel noch fallen gelassen und das zweimal hintereinander. Und dann ist er einmal hier vorbeigekommen und hat gesagt, hast du Internet? Hast du Internet? Also zu meiner Mutter. Hast du Internet? Hast du Internet? Ich weiß nicht mal, wie die mit Vornamen heißt, fällt mir gerade auf. Ich weiß nur ihren Nachnamen. Und ich weiß nicht mal, wie man den richtig ausspricht. Die hat auch irgendwie so komische Vorschnamen. Früher dachte ich auch immer, das wäre eine Russin. Aber es ist wohl irgendwie eine Halbpolin mit Mischung aus Ukraine und keine Ahnung, deutsche, irgendwie amerikanische Ureinwohner der AfD, keine Ahnung. So. Ich war immer noch auf meinen Döner. So, finde die 8 roten Münzen. Münzen? Münzen? Münzen! Genau. So, ich glaube, ich nehme jetzt hier mal den Teppich am Anfang. Denn da hinten sind schon gleich die ersten Münzen. Hm, lecker, lecker. Was? Ja, nackt. Na halt! Einfach, was machst du denn da? Tralala. Nimm ich mit. Nimm ich. Dankeschön. Nein. Nimm sie schnell. Sind da auch Munzen? Das war jetzt extra. Ja. Ja. Nein, halt! Eine fliegt runter, das ist ja so wunderbar. Es sind hier unten auch Münzen. Ja. Nein. Warum flüchtet das One-Up immer vor uns? Aber irgendwann gibt es immer nach, oder? Bevor ich runterfalle. Wir haben es fast geschafft, Freunde. Zwei Sterne fehlen noch. Also dann noch der eine Stern bei Bowser. Genau, das eine Ding fehlt. So, ich glaube, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Komm, ich mutiere schon zum Rabbit. Zu den Rabbits aus Rabbids Invasion. So, gehen wir mal zu den Motenrünzen. Zu den Motenrünzen. So, die sind hier im Labyrinth. Was ist das auch sonst? Ein Galopp.
Galoktober. In Galoktober, bitte. Oh, ich muss ja... Ich wollte nämlich noch einen Film schauen. Der kommt immer nur an Halloween, glaube ich. Nein, es ist nicht... Wer ist der? Halloween Town? Nein, sondern ein anderer Film. Ich glaube, dafür habe ich sogar wirklich mal ein... Genau, das habe ich auch schon mal im Video erwähnt. Und zwar 2014. Vielleicht kennt ihr das Video. Das ist eins meiner beliebtesten Videos. Meine Edelsteinsammlung. Ja. Oh nein. Nein! Na! Oh, ja. Na! Gut. Muss. Nein! Komm schon! Das ist jetzt nicht wahr! Warte, wir haben 43. Nein! Das ist nicht wahr! Ich hasse dieses Level. Ich hasse... Stimmt. Ich hasse es einfach so sehr. Sorry, ich muss gehen. Ich kann nichts dafür. Nein, das geht echt nicht. Ich glaube, gleich habe ich meinen Stuhl hier kaputt gemacht. Ich bin halt Hunger. Nein! Kurz vor dem Ende. Ey, dieses Gefühl einfach. Ich habe ja auch schon Hunger seit 16 Uhr. Ich muss das, glaube ich, erstmal üben. Ich mach gleich den Controller kaputt. Was war das jetzt? Ich hab gedrückt. Schaut euch mal die ersten Videos von mir an und dann schaut euch mal das hier an. Jetzt macht er gar nichts mehr! Komm! Spring doch gleich in Tod! Ah! Ich glaube, es wird Zeit. Dankeschön! Thanks! Thanks for you! And the great! Das war extra jetzt so gesprochen, ne? Also nicht. Ha. Ah. Es fehlt jemand noch 29. Was machst du denn? Ich glaube, ich habe den Knopf kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe den Knopf kaputt gemacht. Das ist doch jetzt wirklich nicht wahr, oder? Guckt euch was an, ich halte hier hinten gedrückt. Das ist doch jetzt wirklich nicht wahr. Also. Ich muss mal ganz kurz was einstellen. Warte, vielleicht.
Genau, jetzt geht's gar nicht mehr. Hä? Ich weiß es nicht. Was ist hier nur los? Soos! Der Knopf ist kaputt. Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Hä? Hä? Was? Ach, L und R. Ah. Braucht man nicht. Ah. Gibt es überhaupt noch eine? Ja toll, und jetzt? Meine Mutter hat denselben Controller. Ich glaube, den klaue ich dann einfach. Ich sag, der war schon kaputt. Was? Was? Da? Was? 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 Ich mach gar nichts. Schmeiß mich einfach ganz runter. Wie ein Stück Dreck. Mann, geh doch jetzt hier hoch. Langsam ist das nicht mehr lustig. Lustig. Na. Ma. Ich will doch einfach nur die Münzen. Ach, nein. Ich glaube, ich gehe mir gleich meinen Döner selbst kaufen. Genau, mach einfach gar nichts. Sammel doch einfach da. Nein. Alles habe ich unter Kontrolle. Sehen Sie! Sehen Sie! Nein, Sie sehen nichts! Ah! Wie soll man da hoch kommen? Ich mache gleich gar nichts mehr. Ich mache das Spiel aus. Von wo muss ich denn da Anlauf holen? Von hier? Das gibt's doch nicht. Das ist doch Betrug. Ach, Dankeschön. Wo soll ich die anderen ganzen Münzen herbekommen? Jetzt nur noch ganz simple Sprünge. Ich skill nicht mehr. Ich mach gar nichts mehr. Hm.
Vorsicht. So, wo ist jetzt die letzte Münze? Wo? Eine fehlt noch, ne? Eine fehlt noch. Wo? Jetzt sag nicht, die ist ganz oben. Wo? Wo? Warte, sehe ich sie vielleicht so? Dodo, was? Ich sehe sie. Ich breche das Projekt ab in der vorletzten Folge. Ich sag, ich schneide an einer starken Asipodi, das leide ich. Nee. Hm? Not in the text. Oh. Nimm. Wo sind die letzten Münzen? Hm? Wenn du jetzt den Stern einsammelst, ich köpf dich. Ich bring dich. Kann das Herz mir keine Münzen geben? Wäre das nicht möglich? So. Folgen wir mal wieder diesem Regenbogen zum 560. Mal. Oh, Dankeschön, eine Münze. Fehlen nur noch 14. Vielleicht beruhigt das hier. Vielleicht geht mein Quest wieder kaputt, ne? Da sind keine Münzen drin, ne? Nee. Wie komme ich überhaupt wieder lebend zurück? Das sind Münzen. Wo ist Lakito hin? Dankeschön. Kommen die letzten 8 Münzen. Die letzten 8 Münzen sind doch irgendwo da hinten, oder? Ich will nicht mehr. Sind da hinten Münzen? Da hinten. Ich sehe nichts. Ich sehe keine Münzen. Da bin ich schon 8 Stück. 8 Münzen. 8. Oh. 7. Kann da nicht 1 stehen? Guck mal, aber in langsamen Schritten. Komm, da sind auch noch 2, dann fehlen nur noch 3. 3. Wie oft sag ich in diesem Let's Play denn noch 3? Das wird langsam zum Gag. Ich klau das Roche. 3. 2. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Nein. Nimm. 2 Sterne fehlen noch. Beziehungsweise gleich nur noch einer. Geh da dran. Hol den letzten Münzenstern. Das war nicht mal im Takt, wie ich hier gerade geklopft habe. Stave date. Nimm. Nimm.
Nimm! Nimm einfach! Freunde, Freunde, das war's von der vorletzten Folge. In der nächsten Folge holen wir den letzten Stern, besiegen Bowser und holen die 100 Leben und sehen einen Charakter, den wir uns dieses Mal das letzte Mal sehen. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, haut rein und ciao.